Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und immer wieder heiß diskutiert das Thema, dass viele Leute aus anderen EU-Ländern zu uns kommen, um zu arbeiten. Das Tolle an der EU ist ja, dass jeder EU-Bürger die Chance hat, in jedem beliebigen EU-Land zu arbeiten, wo er will. Viele finden das auch wirklich super, viele haben aber auch Angst, dass manche das System ausnutzen. Vor allem, wenn es um das Thema Sozialleistung geht. Denn jeder, der aus einem anderen EU-Land kommt, hat auch Anspruch hier auf Hartz IV. Das aber erst nach 3 Monaten und das aber auch erst, wenn er hier arbeitet oder selbstständig ist. Was sagen denn die Leute eigentlich dazu, zu den EU-Zuwanderern? Brauchen wir strengere Gesetze oder haben wir Platz für alle da? Wir werden es erfahren, was sagt die Straße. Warst du denn schon mal in einem anderen EU-Land außer in Deutschland? Nee. Gar nicht? Auch gar keine Lust, irgendwo anders mal hinzugehen? Die Türkei ist ja nicht in der EU, von daher. Ja. Wohnen? Italien, Schweiz, Tschechien. Hast du irgendwie auch mal vor, in einem anderen EU-Land zu arbeiten? Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich bin permanent in Europa am Arbeiten, weil ich viel auf Tour bin und dann dadurch auch öfter mal nach England komme oder Spanien oder Frankreich, Italien. Erstmal nicht, aber ne. Auf jeden Fall, aber ich denke mal, bezahlungsmäßig und so sind wir in Deutschland schon ganz richtig. Also wenn es jetzt darauf ankommen würde, dann eher nicht, ne? Aber so Erfahrung sammeln so natürlich. Ja. Wie findest du das denn, dass andere Leute aus anderen EU-Ländern denn zu uns kommen, arbeiten? Ist es eher egal oder fühlst du dich da eher bedrängt? Nee, bedrängt fühle ich mich nicht, weil in erster Linie sollte jeder frei sein und machen dürfen, was er will. Und wenn Bedarf ist an Arbeitsplätzen, warum sollen sie dann nicht irgendwie mit Leuten gefüllt werden, die von woanders herkommen? Es gibt einige, ich sag mal, Arbeitsstellen, die die höher angelegenen Leute nicht durchführen wollen. Und wenn es dafür Leute gibt, die das gern machen wollen, wieso nicht? Und wenn sie sich dadurch selber retten können und deren Zukunft? Ich würde mal sagen, jetzt als höher qualifizierter Mitarbeiter, also ich bin Ingenieur, hat man da weniger Bedenken. Deswegen hat man halt auch leichter die Möglichkeit, sozusagen das alles okay zu finden. Ja? Das schafft ja Kultur, ne? Also wenn Einfluss von außerhalb kommt und so, Multikulti, ist eigentlich nur ein Vorteil. Also ich sehe jetzt da kein Problem darin, auf keinen Fall. Ne. Es gibt in vielen Bereichen immer noch Fachkräftemangel und wenn die von anderen Ländern kommen und uns hier helfen und gute Arbeit machen, dann finde ich das nicht schlimm, finde ich das richtig. Es ist ja auch so, dass sie dann auch Anspruch haben auf Sozialleistungen hier in Deutschland. Was sagst du denn dazu? Ich finde, jeder hat das Recht dazu. Also wenn die nach Deutschland deswegen herkommen müssen, ist okay, in meinen Augen. Ist natürlich ein kritisches Thema im Moment, aber prinzipiell finde ich auch, da haben Leute, die nicht unbedingt aus Deutschland kommen, aber hier arbeiten und ein ganz normales Leben führen, auch ein Recht auf Sozialhilfe auf jeden Fall. Schwierig. Wenn ich bei denen auch Sozialhilfe kriege, finde ich es auch in Ordnung. Ich meine, es sind ja auch nur Menschen. Wenn sie hier was suchen, dann wieso nicht? Man sollte natürlich schon den Anspruch haben zu arbeiten und nicht einfach nur von der Sozialhilfe zu leben. Ja, wann sollte man die denn kriegen, die Sozialhilfe? Ab wann? Wie viel? Ja. Also, es ist ja so, dass man in Deutschland die erst nach 3 Monaten kriegt hier sogar. Ja, finde ich in Ordnung, glaube ich. Also ich würde sagen, dass das zu früh ist. Warum? Das nicht. Weil ich behaupten würde, dass wenn man ins Ausland geht, auch einen Plan haben sollte, was man da machen will und warum man dahin geht und auch vorbereitet sein sollte. Nee, ich finde 3 Monate ist eine annehmbare Zeit, weil in der Zeit haben sie sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingelebt, haben die Sprache erlernt und sich wahrscheinlich auch vielleicht um den Job gekümmert. Und ich finde das von der Zeit in Ordnung. Findest du okay? Gehst du denn dieses Jahr zur Europawahl? Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber werde ich jetzt vielleicht tun. Na klar. Würde ich gehen, denke ich ja. Bist du nicht erst ab 18? Ach so. Und dafür brauche ich einen deutschen Pass, den ich leider auch nicht habe. Also, ich würde es gern tun, aber habe noch nicht die Möglichkeit. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wann die ist. Im Mai ist sie. Dann werde ich es auf jeden Fall mal versuchen. Jetzt ja, auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen sind die meisten Leute dafür, dass man in der EU arbeiten kann, wo man will. Aber beim Thema der Sozialleistung, da gab es ein paar kleine Schwankungen. Viele Leute haben halt echt Angst, dass das ausgenutzt wird. Was sagt ihr denn zu dem Thema? Könnt ihr euch vorstellen, in einem anderen EU-Land zu arbeiten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, mein Name ist Ole, das ist Norm und ihr seid bei Fakt ab. Diesmal haben wir wieder ganz viele verrückte, fantastische Fakten für euch, diesmal zum Thema Freihandelsabkommen. What the fuck?